Am kommenden Montag, 24. April, findet um 20 Uhr die nächste Sitzung des Zwettler Gemeinderates statt. Dazu wieder ein kleiner Vorbericht von uns. Unter Punkt 1 soll ein Gleichstellungsprogramm für die Jahre 2024 bis 2029 beschlossen werden. Es sollen wieder klare und Ziele formuliert werden zur Förderung der Gleichstellung und Gleichbehandlung im Gemeindedienst. Unter Punkt 2 hat nach den Vorwahlen der Gemeinderat die Aufgabe, den Pflichtbereichskommandanten zu bestellen. Wie bisher soll hier wieder der Kommandant der FF Zwettl, Andreas Gangelberger, bestellt werden. Als sein Stellvertreter der neu gewählte Kommandant der Feuerwehr Langzwettl, Alois Niedermeyer. In diesem Zusammenhang herzliche Gratulation allen neu gewählten Kommandomitgliedern beider Feuerwehren und danke allen für ihren Einsatz. Die Auflassung und Neuerlassung einer Verordnung unter Punkt 3 im Lobensteiner Weg ist eine Formsache. Da hatte sich beim letzten Beschluss ein Tippfehler eingeschlichen. Unter Punkt 4 soll nach der Neugestaltung im Bereich Griesmühlweg die Flächen nun auch wie im Grundbuch wie vereinbart berichtigt werden. Ebenso im Pfarrfeld sollen die Grundstücksgrenzen nach dem Bau des Hochbehälters und der Drucksteigerungsanlage nach der Natur vermessen und berichtigt werden. Ein durchaus üblicher Vorgang. Im letzten Punkt geht es um den Waldkindergarten Sterngartl in Sonnberg. Dazu gibt es einen Beschluss aus dem Jahr 2019, an den wir uns die vergangenen Jahre ausgerichtet haben, dass wir den finanziellen Abgang für 3 Zwettler Kinder übernehmen, auch wenn wir in unserem Kindergarten Platz für die Kinder hätten. Nun möchten im Herbst 7 Kinder den Waldkindergarten besuchen. Da es sich um 3 Geschwisterkinder handelt und das sicher im Interesse des Kindeswohles ist, haben wir uns bereits im Ausschuss dazu geeinigt, für 3x2, also 6 Kinder, den Abgang zu übernehmen. Der Gerechtigkeit gegenüber den Eltern der letzten Jahre, die selbst bezahlt haben, leider nicht für alle 7 Kinder. Das war wieder eine kurze Zusammenfassung der Punkte für die kommende Sitzung des Gemeinderates. Im Gegensatz zur letzten Sitzung wird es sicher eine kürzere und weniger emotionale Sitzung werden. Aber trotzdem freuen wir uns über jede Besucherin bzw. jeden Besucher bei der Sitzung. Am kommenden Montag, 24. April, Beginn ist wieder um 20 Uhr im Sitzungssaal des Gemeindeamtes.